Also noch regierender Dancing-Star und begleitet, damit nicht schief geht, werden sie natürlich von Carly Pollack vom Hotel zur Linde in Mistelbach. Also wir machen einen Steakburger, das heißt, das bringen natürlich auch hinzulegen. Logisch. Darauf hat die Claudia Wert gelegt, dass das Ganze biologisch ist und aus der Region kommt. Nein, dass es aus der Region kommt. Das mit dem Biologischen ist natürlich für mich genauso wichtig, aber darüber möchte ich den Mäkel was sagen. Aber für mich war wichtig, dass der Karli gesagt hat, ich darf den Speck umdrehen. Also nicht wirklich schwierige Küchenarbeiten, damit so Burger auch wirklich da wird. Ja, gut, so viel Zwiebel schneiden, ja, in meinem ganzen Leben. Ich habe wirklich Respekt vor jedem Koch. Ja. Ich habe eh schon gedacht, was du angestellt hast, warum du Zwiebel schneiden musst. Der Polizei hat doch immer engeren Kontakt. In der Hafen war es ja. Naja, aber er hat schon gesagt, er würde gerne mal die Polizei zum Weinen bringen. Gut, das ist also selten, dass der Polizist weint heute beim Zwiebelschneiden. Und das Menü Nummer 1 und wie auch alle anderen Menüs sind zu haben. Ich würde sagen, machen wir wieder ein bisschen Musik, bevor wir die anderen Teams vorstellen. Danke, ich auch sagen. Bitte, ja, super. Was ist denn der Sonnensende? Vielen Dank für die tolle Musik. Wir stellen nun das zweite Team vor. Die Regenten-Fälle müssen noch drauf und Frauen mit dem heißen Boden gegeben zu rennen. Und ja, da heiße ich dir auch herzlich willkommen heute zum ersten Mal wieder bei der Publikum. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ich war nur auf die Frage, warum Sie die Glauben nicht erzielen, den Rücken zu den Leuten. Schleuderkoch. Schleuderkoch ist hier.
Ich bin reif gestellt, das kann man ja sagen, auch wenn die Herrschaften gerade die große Hilfe haben. Aus der Hauptherrschaft aus unserem gelehrten Polikoch und Koch, den Otto Hasselbauer aus Niederlass. Und natürlich auch als Bezirkshauptmann Dr. Gerhard Schiss, der von Anfang an mit dabei ist bei uns im Polikochen. Sie haben jetzt auch gesagt, Jens, nein, das ist so, wenn man im Stress ist. Michael, ich würde sich von dir von vorne da, aber ich glaube, jetzt haben wir es dann bald, dass da die Herrschaften das Mikrofon kriegen. Ja, es ist also ein bisschen Schaukochen oder Showkochen. Ich glaube, der Auto, der spielt sich die Hälfte immer noch vor. Aber schaut sehr, sehr, sehr gut aus. Also sehr professionell mit den Garnelen, mexikanische Garnelen, weiß. Ich schnapp sie mir jetzt einmal kurz aus dem Team heraus. Ihr macht jetzt Garnelen, aber schon für die was und wie? Mit gesundem Salat, grüner Salat, Paprika, Tomaten, Schnittlauch, Mais, Bohnen, also was die Cowboys besonders gerne essen und mexikanische Garnelen. Also es ist mehr so das texanisch-kalifornische Wetter. Sozusagen Grenzlandpost. Grenzlandpost für die gesunden Cowboys. Ihr habt, obwohl ihr noch die Werbung gar nicht gehabt habt, schon am meisten verkauft. Da sind ja andere schon vor dem Zufall rausgegangen. Was wieder beweist, weil ich glaube, und irgendwann werden alle mehr ein böses Gesicht machen, da drüben in der Kippe Nummer 1. Und jetzt schreibt ihr oben. Herr Bezirkshauptmann, Sie sind auch am Anfang an mit der Bank beim Polikochen. Jedes Jahr wieder ein Spaß aufs Neue für den guten Zweck. Ja, das ist vollkommen richtig und nicht nur, dass ich mich freue, in der Galerie zu stehen, sondern aktiv als was Sinnvolles tun zu dürfen, habe ich noch zusätzlich die Aufgabe, hier an unserem Kochtisch der Hygienebeauftragte zu sein. Das heißt, die Aufgaben der Bezirkshauptmannschaft bleiben auf Bier gewahrt. Ja, selbstverständlich. Das ist sozusagen immer im Geschäft. Ja, das klingt doch auch, dass der Plan uns so zusperrt. Nein, das kann ich mir hier heute nicht vorstellen. Also, die Hygienestandards sind unter oberster Kontrolle. Vielen Dank, dass wir hier unterstützt haben. Ja, und dann haben wir für Otto Hasselbauer im Team. Du bist total im Stress. Sag drei, vier Worte. Danke fürs Kommen. Und Michael Rosenberg hat auch noch was zu sagen. Ja genau, nicht zu vergessen, wir haben natürlich auch unsere Kinderkochstation, Polen, Kartoffel, Dipstick. Prison, good railroad train of mine. I felt like moving over just a little bit of mine. Far from just a prison, that's where I want to stay. And I left it close to Brooklyn, out of my blue zone. Möchtest du denn mal Theater spielen? Oder hat das mit der Politik nichts zu tun? Naja, da fühlt sich ehrlich dafür. Ich bin immer authentisch. Ich kann mich keine Ruine fühlen. Ich bin Arruin und das ist Harald. Ja, das ist ja bei uns am Theater auch so. Wir sagen ja auch, no acting please. Also wir versuchen ja auch das, was wir vorgeben, sein zu wollen, auch wirklich zu sein. Also insofern. Also beim Seltsamen Bar war es ja authentisch. Ich habe uns immer wieder bemüht, vor allem mit kulturellen Veranstaltungen, auch für die Lions, etwas zu organisieren, das dann Menschen, die also besondere Hilfe brauchen, zugutekommen kann. Und ich bin sicher, dass wir demnächst wieder eine Idee haben werden, dass wir im nächsten Jahr an kultureller Veranstaltung für die Lions in Poesdorf durchführen. Der Geburtstag ist ja, glaube ich, ein Runder. Du bist 30 oder bin ich da nicht? Wenn wir mit dem Alter immer interessanter werden, werde ich 50 und freue mich schon auf den 60er, also den Hans-Polke anschauen. Recht herzliche Gratulation jetzt schon und ich würde sagen, Red of Verbot, wir spielen ein Ständchen. Start to be a hard man for you, and you're gonna make me.
bist schon zum zweiten Mal mit dabei beim Promi-Kochen und ich hoffe, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Nein, sicher nicht. Und ich sage jetzt auch schon Danke eben an alle, die eben hier sind und da eben wirklich für einen guten Zweck das mit unterstützen mit dem Lions Club. Und ja, und für eine gute Sache bin ich immer zu haben. Vielen Dank, Claudia Reiterer. Bitte einen großen Applaus für unsere liebe Claudia Reiterer und für unsere anderen Prominenten, die sich heute den Dienst der guten Sache stellen. When I was just a baby, my mama told me, son, keep his knees on fire, whatever play with drugs. I shot a man in Reno just to watch him die. Well, I hear the whistle blow,